So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 zur 105. Folge. Und heute geht es mal, man kann es sehen, etwas schneller, wird mal etwas schneller unterwegs. Und zwar fahre ich heute den 2015er Koenigsegg Regera. Der ist nämlich Teil des VIP-Pakets, was in der Ultimate Edition mit dabei war. Aber ansonsten für alle normalen Leute müsst ihr euch das VIP-Paket kaufen, wenn ihr den haben wollt. Sonst gibt es ihn nicht. Das ist also nur für diese exklusiven VIPs, der ich auch bin, also exklusiv in Anführungszeichen. Das ist ein ja, sehr schnelles Auto. Zwar ein etwas anderes Antriebskonzept, denn er hat nicht nur einen normalen Verbrennungsmotor, sondern auch noch drei weitere Elektromotoren. Und das bringt es auf eine Gesamtleistung von über 1500 PS, also er hat ein V8 mit zwei Turboladern, 5 Liter Hubraum, dann halt noch drei Elektromotoren und das sorgt natürlich für ordentlich Vortrieb, hoffe ich zumindest. Was bei der Wagen auch so ein bisschen besonders ist, zumindest hat er hier in Forza, ob es dann echt so ist, weiß ich nicht, aber er hat hier in Forza zumindest nur einen einzigen Gang. Selbst auch sein Topspeed fährt er im ersten Gang aus. Und die sind ja bei weit über 400 km/h, schätze ich mal. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin den Wagen bisher schon mal gefahren, ja, aber ich glaube nicht oft. Aber wir werden mal gucken, was wir damit so machen können. Und ich habe noch andere Sachen gehört, aber dazu kommen wir später. Ja, sieht schon mal sehr schnick aus, der Wagen. Ich meine, viel zu machen gibt es hier nicht. Am Motor auch nichts, weil der hat genug Leistung. Man sieht hier, warte, ich zeig das mal kurz: 1118 kW und 2000 Newtonmeter drin. Moment, auf immer 1,6 Tonnen. Das ist für Koenigsegg ein bisschen viel, aber der Wagen ist auch etwas luxuriöser ausgelegt und nicht ganz so auf Leichtigkeit, wie weiß ich, die anderen Koenigsegg-Modelle, wie der One-to-One oder Agera. Oder der C6, glaube ich, auch. Der ist eher so ein bisschen luxuriöser. Aber ich meine, so 1,6 Tonnen. Für Wagen mit der Leistung und noch mit Elektromotor, das ist trotzdem sehr ordentlich. Und ja, auch jetzt schon S2 in der Serie. Und er geht tiefer. Das finde ich natürlich sehr gut. Weil, wie ihr wisst, finde ich eigentlich tiefer immer besser. So. Gewichtsreduktion geht noch. Und zwar, wir wiegen ja aktuell gute 1,6 Tonnen. Das ist in Ordnung für den Wagen, aber es geht noch weniger. Ach du Scheiße. Noch deutlich weniger. Also unser Leistungsgewicht ist auch mittlerweile bei unter einem Kilo pro PS. Wir haben quasi jetzt diesen One-to-One. Halt nur mit noch mehr Leistung. Was soll da schon schief gehen? Okay, Diffy geht hier noch. Diffy. Und es geht auch an Reifenmischungen. Oh. Okay. Es gehen sogar Rennreifen tatsächlich. Ich sage, die werde ich auch gerne drauf machen. Aber machen wir die Weißen drauf oder die normalen? Also Offroad-Reifen gehen ja, glaube ich, auch. Ja, aber wir machen mal die normalen Rennreifen drauf. Und das gehen auch breitere Räder, weil hinten haben wir ja nur 345er. Das ist ja nix. Das ist ja mein Arm vielleicht. Nein, weiß ich gar nicht. Aber es geht auch ein wenig breiter und zwar 355er. Ich mache es einfach mal. Und vorne haben wir in der Serie 275er. Und das geht breiter auf 295er. Mache ich auch mal rauf, weil ich es kann. Die Felgen, die sagen mir persönlich nicht wirklich zu, sind auch aus dem Zentralverschluss. Aber ich hätte gerne andere. Die gefallen mir eigentlich überhaupt nicht. Welche Felgen kann man denn mit dem Wagen nehmen? Ich habe welche im Kopf, aber ich weiß aber nicht, in welcher Kategorie die hier sind. Ich weiß halt auch nicht, ob die gut aussehen auf dem Wagen. Gehe mich hier so ein bisschen nach hinten. Hat auch gar kein Spoiler hier, zumindest keiner, der im Stand ausgefahren ist, weil hinten haben wir noch einen, ganz in der Theke. Kann man vielleicht da hinten vielleicht sehen. Die wird sich für jede Fahrt nach ausfahren, aber im Stand bis jetzt noch nicht. Da kann man hier vor Ort zumindest nicht ausfahren. Also ich kann man den schon manuell ausfahren, den Spoiler. Das geht auf jeden Fall. Hab ich zumindest gelesen. Deswegen meine Videos gucken und Sachen, ne, auf eigene Gefahr. Ich garantiere hier für nichts. Haftungsausschluss. Irgendwie, aber wo waren denn diese Felgen, die ich meine? Ich weiß halt bei Felgen nie immer, wo die Felgen sind. Ich weiß, dass es Felgen gibt, die darauf passen würden, aber ich weiß halt nicht, welche Kategorie die sind. Deswegen muss ich jedes Mal das nochmal durchgucken. Tut mir leid, aber das gehört auch zum Spiel dazu, ja? Das ist ja. Tun ist ja auch was Schönes. Ja, gut, bei dem Wagen ist nicht viel zu tun eigentlich. Und wir werden da natürlich kein Allrad reinbauen. Für die sich erhofft haben. Der hat eigentlich alle Koenigsegg, die ich kenne, wunderschönen Heckantrieb. Wo waren denn die Felgen? Warte mal, oder waren die. War ich da schon vorbei? Irgendwie haben die was, ne? Die ADV1
ADV08 M.V2CS. Ich nehme die einfach mal. Ich finde die wie geil. Zu fängen größer, wir haben aktuell drauf vorne 19er. Mach ich die größer? Komm, ich bin Fabian Skilling, ich muss die größer machen. Und hinten jetzt sogar 21er. Obwohl, das sieht hinten sogar okay aus, 21er. Das Nummernschild ist ja sehr interessant befestigt. Sieht ein wenig komisch aus. Naja. Aber der Wagen, der ist wahrscheinlich sehr schnell. Aber der soll sich auch sehr gut fahren lassen. Habe ich jetzt schon mal von anderen Leuten gehört. Also verhältnismäßig gut. Natürlich für die Leistung. Da ist eigentlich kein Wagen, fährt sich butterweich oder fährt sich richtig leicht, aber nur im Verhältnis. So, gibt es da bei Königsegg andere Farben? Ja, dann gibt es hier in diesem hellen Blau, was ich sehr schön finde. Aber das sieht dann vorne geil aus, ne? Und den gibt es in Rot. Ja, lass mal blau. Also die Sennen nehmen wir, denke ich mal, nicht. Das war... Oh, machen wir noch die Spiegel vielleicht? In Carbon. Die Felgen. Komm, das geht ja noch, ne? Acrylfaser. Ja, komm. Die Felgen. Meine Felgen, die gefallen mir echt ganz gut. Vielleicht nicht ganz passend auf dem Wagen, aber das juckt mich nicht. Ein Spoiler könnte ich, glaube ich, sogar. Den kann ich sogar färben. Aber das sieht dann, glaube ich, nicht mehr so cool aus, ne? Ja, Spoiler, der kann so bleiben. Der darf weiter im Blau bleiben. Ich bin echt mal gespannt, wie schnell der Wagen ist. Ich denke, irgendwas in die Richtung 400. Also mehr zumindest. Denke also 420, 430 vielleicht. Wir werden gleich erstmal austesten. So. Eine wunderschöne Ladezeit an einem sehr wunderschönen schwarzen Bildschirm. Das Highlight des Spiels. So, da sind wir auch jetzt hier in der. Oh. Ja, der sieht nett aus. Also, König 6 finde ich jetzt nicht die schönsten Wagen, aber jetzt der Regera. Ja. Sieht auch nicht so übertrieben aggressiv oder abgespaced aus. Sieht auch noch. Sieht noch ganz normal aus von König 6. So. Kann er so lange so schön losfahren. Ach, das wird lustig, ey. Ja, ein Gang, ne? Hochschalten bringt nichts. Ich kann nur runterschalten, theoretisch. Bin ich ganz so schnell für, so aus dem Cockpit. Natürlich ein Linkslenker. Und es sieht hier, ja, aus dem Königsecker. Man sieht doch hier noch bei der, ist das die Asa da vorne? Kann man das so nennen? Halt das hier links, ne? Aus dem Carbon, die Spiegel da sind. Ups. Carbon, natürlich auch, der Wagen ist natürlich auch leicht ausgelegt, dass er nicht ganz so schwer ist. Ja, ich finde es nett hier sofort in schöne Farben. So, das ist 110 km/h ungefähr. Jetzt gebe ich einfach mal Gas. Ja, genau. Warte mal, wir fahren mal kurz 200. Da gebe ich nochmal Gas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mehr geht da nicht? Ach du Scheiße, wie der anschiebt, ey. Der Spoiler fährt sich auch gerade aus oder ist ausgefahren. Sieht sehr schön aus, finde ich. Kann auch gerne so feststehen sein, da hätte ich auch nichts dagegen. Alter. Schiebt der. Das ist auch. Alter, das ist echt krass. Hier bei 200 km/h. Ganz gemütlich und dann zack. So, 300. Als wenn das nichts wäre. Das ist wirklich. Das macht der Wagen spielend. Trotz dieses nur Eingangs. Ob das ist, weiß ich jetzt nicht. Weil Hybride können ja auch Mehrgänge haben. Das geht ja auch. Ich denke mal halt nur rein Elektromotor nicht. Dann glaube ich immer nur Eingang, wie der Tesla zum Beispiel. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. So, was gibt es hier noch zu gucken? Bei Social. So, bla bla bla. Dann gucken wir mal kurz bei Autotunen. Geht das ge. Aha! Was? Wieso stehen hier zwei Gänge? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber das Getriebe geht länger. Und nehmen wir jetzt mal so 2,4 Sekunden auf 100.
und 4,4 auf 2 auf 100 Meilen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, da geht noch mehr. Oh, das finde ich aber nett. So, noch jetzt ein bisschen mehr. Da geht 4,20 oder 4,30? Das wäre echt cool. Ah, 4,28. Ja, da wird aber mal mehr. So gefällt mir das. Ja, 4,35. Ja. Das gefällt mir. Da wird nicht mehr, leider. Okay, ein bisschen tiefer geht noch. Ich muss es reißen. Alter, das ist schon auch der Bremsweg, der ist auch mega gut. Aus 60 Meilen, so, mal kurz warten. Aus 60 Meilen gerade mal 33,9 Meter. Nicht schlecht. Und aus 100 Meilen 80 Meter. Körperbeschleunigung war auch super. Aber, Getriebe länger, das finde ich geil. Weil beim Tesla geht das Getriebe nämlich nicht länger. Da muss man den so fahren, wie er ist. So. Warte mal, ich drehe mal hier um. Schöne vorbildlich noch halten. Gucken, ob ein Auto kommt. So, jetzt abbiegen. Jetzt gemütlich hier fahren. Ach, scheiß drauf, warte. Ich halte mal kurz an. Da gebe ich jetzt einfach mal Vollgas. Warte, das war nicht so ganz geplant. Ich gebe vielleicht nicht ganz Vollgas. So, jetzt. 200. 250, 300, 350, Alter, das ist so schnell. 400, holy shit. Ich muss bis zum Flughafen. Und wir gucken mal, was wir da schaffen. Alter. Ich bin, glaube ich, im Let's Play selten einen Wagen gefahren, der so schnell ist. Selten einen Wagen gefahren, der auf der Autobahn überhaupt nicht klarkommt, weil er einfach viel zu schnell ist. Und. Seht da, ich bin wieder in der Walachei gelandet. Der Wagen ist einfach zu schnell für diese Welt. Bin nicht alle Königsex. Die sind alle nicht mega krank. Und da macht der hier definitiv keine Ausnahme. Alter. Ist das schon fett irgendwie, ne? Das kann schon was. So. Ich gehe mir jetzt zum Start der Landebahn oder Fahrer besser gesagt hin. So. Ein gutes Stück hier. Auch überhaupt nicht teuer wahrscheinlich. Ich denke mal, so 2 Meile wird er locker kosten. Wenn nicht noch mehr. Ich meine, der war auf 80 Exemplare limitiert. Also auch nicht so viel. Ist auch wahrscheinlich schon ausverkauft. Naja. Also beim Blitzer, ich schätze mal 410. Wenn nicht noch mehr. Komm. Schneller, schneller. Das ist wirklich abnormal. Mehr als 410 auf jeden Fall. Auch die Bremsen. Gut, Alter, von dem Blitzer jetzt bei fast 430 km, die wir da geschafft haben, hast du schon gebremst? Alter, leck mich fett. Was ich mal ausprobieren wollte. Sie gehört aber der Rückwärtsgang in dem Wagen soll auch sehr krank sein. Gucken wir mal kurz. So, stecke ich mir nicht mal hier schön hin. Versuche im Rückwärtsgang zu beschleunigen. Wir gucken mal, was der so schafft. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe gehört, er soll sehr schnell gewesen sein. So. Jetzt mal ein bisschen vorsichtiger Gas. So, das ist nicht mal Vollgas, ne? Ach du Scheiße. Ja. Das ist eigentlich ja ernst, Königsegg. Ja, 400 kann man. Alter, warte mal. Wir springen erstmal kurz. Mit 413 im Rückwärtsgang. Ja, moin. Ihr wollt mich verarschen, ne? Also, der ist im Rückwärtsgang fast so schnell wie vorwärts. Wollt ihr mich wirklich ver... Das ist aber doch nicht in echt so, oder? Das glaube ich jetzt nicht, dass es das halt wirklich im echten Leben Rückwärtsgang bis 414 km geht oder bis fast so schnell. Bis er mehrere hundert km lang ist, das glaube ich jetzt nicht, aber... Ich will das nochmal machen. Das ist irgendwie geil. Ach, der Wagen ist trotzdem noch relativ stabil. Weil der so gesehen den Frontantrieb, wenn wir jetzt rückwärts fahren,
Und der Frontantrieb. Aber trotzdem, der doch natürlich mega Wheelspin, ist ja klar. Und das ist irgendwie cool. Einmal noch, komm. So. Warte mal gucken, ob jetzt rückwärts, jetzt stand aber am letzten Sonntag als vorwärts, wahrscheinlich nicht, aber wenn wir jetzt 400 km/h schaffen, das wäre awesome, ne? So. Das ist jetzt Vollgas heute. So, jetzt. Hallo? Warte mal, das ist aber nicht so gut gewesen. Ich soll da am besten. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht so stark einlenken, ne? Sonst gibt mir der Arsch nämlich, oder? Ich Front mega weg. Ja, moin. 405,08 km/h beim Blitzer am Flughafen rückwärts. Die Betonung liegt wirklich auf rückwärts. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, Königsegg. Aber es ist halt irgendwie. Wir sind da alle voll Drogen, bei Königsegg wahrscheinlich. Weil das ist nicht mehr normal, was die da alles machen. Würde ich sagen, wir fahren auch nochmal ein Rennen heute. Nur am besten eins, wo man auch viel Speed für haben kann. Weil ich glaube, so mit dem Wagen an engen Kurven, das wird nicht gut. Vor allem denn gegen Anreiber-Cars. Ein Straßenrennen machen wir, glaube ich, nicht. Ein Go-Lap machen wir natürlich auch nicht. Haben wir in einer 100. Folge schon gemacht. Nicht den Schmugger? Ne, nicht den Jungle Speedway Sprint. Der große Hochgeschwindigkeitssprint, sollte ich den vielleicht mal machen? Weil Hochgeschwindigkeit, das ist ja eigentlich. Oder fahren wir in der Stadt ein bisschen? Wir machen mal den Hochgeschwindigkeitssprint. Passt ja zum Wagen auf jeden Fall. Und ob er das dann gewinnt, ist eine andere Frage. Denn das bezweifle ich. Dass ich jetzt mit dem Wagen jetzt auf die Stelle was reißen kann. Ohne irgendwie Übung, ohne Einfahren, ohne irgendwas. Ich kann eh die großen Sachen reißen, davon aber abgesehen. Aber das wird, glaube ich, lustig. Ich bin jetzt so gegen irgendwelche Lambos, die auch eigentlich gar nicht schnell sind. Was ist so ein Lambo eigentlich? Ja. So ein Gettonario oder Aventador, die können ja nix. Wer braucht auch 7 Gänge oder sowas, ne? Einer reicht doch. So, ich war ein Hypercar. Oh je, das wird lustig. So knapp mal 10 Kilometer. Wir nehmen mal Mittag, heiter. Also bitte noch kein Regen, ey. Das wäre noch. Das wäre wirklich was Beschreitetes. Jetzt auch im Regen zu fahren. Mit 1500 PS. Mit einem Gang auf den Darkse. Und 2000 Newtonmeter. Das machen wir sicherlich nicht. Aber da 2000 Newtonmeter. Das ist mehr als viermal so viel, wie, glaube ich, das Drehmoment von einem 911 GT3 RS. Der hat, glaube ich, weniger als 500. Davon das viermal, der ist sogar noch ein bisschen mehr. Das ist einfach nur krank, ist das. Einfach nur krank. Machen wir jetzt mal nicht. Ich spiele gerade hier jetzt auf Profi. Könnte die letzten Meisterschaften ganz gut was reißen. Aber ich glaube jetzt dann. Ach du Scheiße. Wir starten das mal kurz neu, denn der Start war ziemlich scheiße. Boah, das wo liegt Fabian? Vielleicht wegen viel Leistung oder nur einem Gang? Ah, jetzt. Ciao. Uiuiui. Hallo Königsegg, hallo Lycan. Ach du Scheiße, Alter. Bin sowas schon das gar nicht gewohnt. Ich will auch immer zu hoch schalten bei dem Wagen. Aber das geht ja leider nicht. Aber er scheint bis jetzt nicht so schlecht zu sein.
Alter. Fast. Ich bin, glaube ich, heute bisher nur B- und A-Klasse gefahren. Deswegen war ich eventuell etwas schneller als die Autos, die ich heute gefahren bin. Scheiße. Das ist bei hohen Geschwindigkeiten, so was ich über 200, das lässt sich wirklich sehr gut fahren. Okay, Lambo. Hinterachse, nein. Ich muss mich gerade mega konzentrieren, ey. Ich kann auch deswegen nicht so viel reden. Alter. Ein Gang, das geht überhaupt gar nicht. Das ist zu schnell. Aktuell. Warte, warte. Jetzt habe ich Grip. Naja, so halbwegs. Ich bin auf der Strecke, glaube ich, letztens mit dem McLaren S gefahren. Also ich juck mich jetzt gerade nicht. Andere Sorgen. Ich würde sagen, gewinnen, komm. Scheiße. Die Geschwindigkeiten, ne? Also ich würde sogar sagen, fast mal nichts vergleichbar mit, was ich in anderen Filmen gesagt vielleicht. Sonst kriegt das keiner so geil hin. So. Na, 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 mein Freund. Der Sieg, der gehört mir. Alter, das ist doch mal geil. Dennoch gewonnen, was ich echt nicht gedacht hätte. Dachte, ich mache hier den vollen Abflug und verpasse jede Kurve. Aber es war doch noch ganz. Es war in Ordnung. Also auch keine perfekte Fahrt, bei weitem nicht. Oder die besser, aber denk mal, fürs erste Mal mit dem Wagen so groß, war das doch ganz in Ordnung. Die Felgen, die sehen echt gut aus. Die Granaten meine ich eigentlich auch. Habe ich aber halt nicht gefunden, ja, gibt doch ganz gut Geld, so EP-technisch. Ja. Bei Fähigkeiten nicht ganz so viele Punkte bekommen, woran das wohl liegen könnte. Aber doch, war doch. Hat Spaß gemacht. War natürlich auch etwas anstrengend. Muss man sich dabei gut konzentrieren und aufpassen. Da kann man ja schnell mal wie in der Wand oder neben einem Baum enden. War finde ich cool. Aber ein bisschen Gas geben wir noch mal. Wir fahren mal hier zum Festival. Dann ist die Folge dann auch zu Ende. Ich will noch mal dahin fahren. Alter. Der Wagen, der ist einfach nur geil. In 400 Metern rechts abbiegen. Ist zwar leider VIP und nicht im normalen Spiel enthalten, aber VIP könnt ihr euch gerne kaufen. Was kostet das eigentlich? Ich denke mal so 10 Euro vielleicht. Soll ich halt abbiegen? Ich sagen, das lohnt sich sogar, weil ich kriege bei den Wheelspins erstmal doppelt so viel Geld. Das kann sich schon lohnen. Vor allem bei meinen mittlerweile 528 Wheelspins, da lohnt sich das auf jeden Fall. Und auch die 5 Autos. Die sind mega geil. Ich meine, dabei ist da der Königsegg Regera, denn der Lamborghini Aventador SV, der Ultima Evolution Coupé 1020. Denn, glaube ich, der unser Ford Falcon als australische Version und noch, was war da noch mit bei? Für die AP. Warte mal. Das kann ich ja sogar nachgucken, oder? Beim Marktplatz vielleicht. VIP-Mitgliedschaft. So, gucken wir mal kurz im Store, was da noch für ein Auto steht. Na, wie viel es auch kostet. Okay, Produkt ist installiert. Das dachte ich mir. Achso, die Autos. Er enthält noch den. Achso, Ferrari F12 TDF natürlich. Also 5 richtig geile Autos. Deswegen kann ich euch nur empfehlen. Oder halt gleich die Ultimate Edition. Falls ihr das Spiel noch gar nicht habt. Finde ich lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich, es sind extra Kosten für DLCs. Aber es ist halt deutlich günstiger als alles einzeln, als ja, alles einzeln kaufen. Ich meine, der Carpass, der war auch gut. Da waren auch viele gute Autos mit bei. Kann ich euch also nur empfehlen. Mache ich Anna gerne. Und nochmal Vollgas geben. Oh. Naja.
Ich kann jetzt den Venom abziehen, kann nix. Immer gegen die Veneno. Und Fabian Skilling, können beide nix. Oder eher Veneno 1, Fabian 0. Das war natürlich so gewollt. Ich wollte jetzt genau mich so drehen und da landen. Das war natürlich absolut geplant von mir. Aber ne, wenn du bei 270 oder so nochmal. Wir sind hier kurz ab. Wenn du dann nochmal kurz, wenn die Räder nochmal in der Luft sind, dann dreh wieder sofort durch und dann hast du wieder keinen Grip. Das ist halt nur die schiere Power, die der Wagen mit 1500 PS. Das ist, wenn ich jetzt nicht lüge, der leistungsstärkste Wagen im Spiel, zumindest in der Serie. Getuned vielleicht nicht mehr, aber in der Serie ist das der stärkste Wagen. Das heißt schon was. So, dann gehe ich mal in den Drohnenmodus. Und mache jetzt die Abmoderation. Ja, dann war es das mit der heutigen Folge Forza Horizon 3. Einer sehr schnellen Folge. Also einfach der Wagen, der ist wirklich ultimativ schnell. Deswegen, ich finde es geil. Vielleicht ein bisschen Zuschauer, kann auch mehr Gänge haben. Vielleicht so, ja, wenigstens 6 oder 7 Gänge. Wäre besser, aber gut. Ein Gang ist immer was anderes, aber hat auch, wie man gesehen hat, funktioniert. Wir haben gewonnen, also was will man mehr? Dann hoffe ich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder ein neues Auto gibt. Und ich werde meinen Tipp geben. Das nächste Auto hat wieder einen Elektromotor. Das gebe ich mal als Tipp, mehr sage ich nicht. Und dann will ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.